Hallo, hier ist Lars von Zolles. Heute will ich euch erklären, wie man die Datenlogger via einem Browser konfiguriert. Das Prinzip ist bei allen Datenloggern dasselbe. Hier haben wir den S3-Datenlogger und hier haben wir den S4-Datenlogger. Ich werde es euch heute am Beispiel des S4-Datenloggers zeigen, wie man den Datenlogger via einem Browser konfiguriert. Wie gesagt, im heutigen Beispiel nutzen wir den S4-USB-Stick. Bitte sicherstellen, dass nur der Datenlogger in den USB-Slot eingesteckt wird. Bitte keine anderen Geräte dort in den USB-Slot einstecken. Also einfach den Datenlogger hier einstecken und dann können wir erstmal loslegen, den Datenlogger via den Browser zu konfigurieren. Was ihr als erstes machen solltet, ist sehr wichtig, solltet ihr mit einem WLAN verbunden sein, bitte schön dieses WLAN vergessen. Ich nutze hier gerade ein iPhone, das gleiche Prinzip aber trifft auch auf Android-Phones zu. Einfach das Netzwerk, mit dem ihr verbunden seid, vergessen, so dass das Telefon mit keinem Netzwerk verbunden ist. Und jetzt können wir weitermachen mit der Browser-Konfiguration. So, was wir als erstes machen, ist unser Telefon mit dem Datenlogger verbinden. Einfach zu den WLAN-Signalen gehen. Dort werdet ihr dann das WLAN des Datenloggers finden. Einfach sich die Seriennummer anschauen. Hier unten haben wir die Seriennummer. Die letzten vier Ziffern sind 400. Hier haben wir unseren Datenlogger. Einfach mit dem Datenlogger verbinden. Passwort in diesem Fall ist immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und verbinden. Wie ihr sehen könnt, ist der Datenlogger verbunden. Hier sagt es, dass keine Internetverbindung vorhanden ist. Das ist normal, denn der Datenlogger ist nicht mit dem Internet verbunden. Wir wollen das Gerät ja nur lokal konfigurieren. Was wir als nächstes machen in dem Fall ist, einfach einen Browser öffnen am Telefon. Machen wir mal einen neuen Tab auf. Und dann gebt ihr die folgende IP-Adresse ein. Ist bei allen Datenloggern dieselbe IP-Adresse. Das ist 10.10.100.254. Und da haben wir schon mal den die Weboberfläche des Datenloggers. Und hier könnt ihr alle möglichen Informationen sehen. In diesem Falle geht ihr einfach zu der Sektion Quickset. Okay, auf der lokalen Oberfläche des Datenloggers geht ihr wie gesagt zu Quickset. Am oberen Ende einfach auf den Search-Knopf klicken. Dort findet ihr dann alle möglichen Netzwerke, die sich in eurer Gegend befinden. Bitte euer Netzwerk auswählen, mit dem ihr den Datenlogger verbinden wollt. In diesem Fall ist es die Zolles Office. Und einfach auf OK klicken. Und hier gebt ihr dann einfach das Passwort eures Heimnetzwerkes ein. In diesem Falle werde ich euch das Passwort nicht sagen. Geben wir es einfach mal hier ein. Und dann, sobald ihr das Passwort eingegeben habt, einfach auf OK klicken. Und damit ist die Konfiguration abgeschlossen. Okay, nachdem wir jetzt den Datenlogger konfiguriert haben, gucken wir uns mal die drei LEDs des Datenloggers an. Die rote LED bestätigt, dass Power vorhanden ist. Die orangene LED bestätigt, dass eine Verbindung zwischen dem Datenlogger und dem Wechselrichter vorhanden ist. Und die grüne LED bestätigt, dass eine Verbindung zur Zolles Cloud vorhanden ist. Somit haben wir die Browser-Konfiguration des Datenloggers abgeschlossen. Wie schon gesagt, die drei LEDs konnten bestätigen, die ist gut. Solltet ihr allerdings Probleme haben mit der Konfiguration, so meldet euch bitte bei Zolles und wir werden versuchen, euch so schnell wie möglich behilflich zu sein. Ansonsten noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.